Den Planeten zu retten ist wohl auch nicht unbedingt die Mission von John Stuart Agnew. Der konservative Europaabgeordnete der britischen UKIP ist im Europaparlament zwar Berichterstatter eines Klimaschutzberichts für die Landwirtschaft, bloß er gilt als bekannter Leugner des Klimawandels, der sei kosmischer Strahlung geschuldet. Der Aufschrei über die Behauptung und die längst widerlegte These ist groß. Die Erde heizt sich auf, Dürre folgt auf Starkregen, der Klimawandel erschwert die Arbeit unter freiem Himmel. Wie können Bauern reagieren? Was müssen sie selbst tun, um klimaschädliche Gase einzudämmen? Fragen, die hier Thema sind, im Landwirtschaftsausschuss des Europaparlaments. Heute geht es aber weniger um die Sache, mehr um seine Person. John Stuart Agnew, Abgeordneter einer britischen Anti-EU-Partei, Landwirt und Verfasser des Klimaschutzberichts. Der Inhalt konfliktträchtig. Kosmische Strahlung sei der Grund für höhere Temperaturen. Dazu die Anziehungskraft der Planeten. Industrie, Verkehr, der Mensch hätten mit dem Klimawandel nichts zu tun. Einer der schärfsten Kritiker des Berichts, der Grüne Thomas Weitz. Die unmittelbaren Folgen sind, dass es einen Imageschaden gibt für den Agrarausschuss. Wenn der Agrarausschuss hier ernst genommen werden möchte in der Vertretung der Interessen der Bäuerinnen und Bauern, dann sollte er sich nicht lächerlich machen mit solchen Aussagen, die jeglicher wissenschaftlicher Fundierung entbehren. Unterstützung bekommt Weitz von den Sozialdemokraten. Auch sie fordern, den Bericht zu ändern. Der Verfasser prophezeit, seine Thesen seien richtig. Das würden auch irgendwann einmal seine Kritiker einsehen. Ich will mich ja nicht mit Galileo Galilei vergleichen, aber auch er war einst mit seiner Meinung alleine. Er hat gewusst, nicht die Sonne umkreist die Erde, sondern die Erde die Sonne. Ich habe den Eindruck, ich habe diesen Ausschuss aufgeweckt wie niemand vor mir. Agnew wurde im Frühjahr gewählt, den Bericht zu verfassen, mit den Stimmen der Liberalen und der Europäischen Volkspartei. Sie versuchen, ihre Wahl heute zu rechtfertigen und greifen den Kritiker an. Sie kritisieren uns, dass der Herr Agnew jetzt eine Stellungnahme abgeben darf. Wir sind doch hier alle gute Demokraten und der Herr Agnew ist gewählt und gehört auch einer Fraktion an. Also finde ich schon sehr fragwürdig, wenn Sie ihm jetzt das Recht auf einen Bericht hier, auf eine Stellungnahme widersprechen. Da geht es nicht um Meinung, sondern ob man überhaupt noch wissenschaftlichen Erkenntnissen vertraut und auf der Basis von gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen argumentiert. Und da kann man unterschiedliche Meinungen vertreten, selbstverständlich. Aber mit Hokuspokus, Wissenschafts- und Verschwörungstheorien, das ist keine Meinung, sondern das ist einfach Unsinn.